Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir ein köstliches Dessert her, welches einfach herzustellen ist, welches eine Abwandlung und Kombination meiner früheren ketogenen Pudding-Desserts darstellt. Für die Kruste am Boden geben wir zuerst blanchiertes Mandelmehl in die Schüssel, dazu einige Kokosraspeln und einige gehackte Nüsse. Man könnte Nüsse deiner Wahl verwenden. Ich benutze hier einfach eine Mischung aus verschiedenen naturbelassenen Nüssen. Dann werden wir etwas Biobutter kurz zum Schmelzen bringen auf dem Herd und die dann hinzugeben, kurz alles verrühren, bevor wir dann noch ein ketogenes Süßungsmittel hinzugeben. In meinem Fall hatte ich hier das Erythrit Stevia Gemisch verwendet, denn das hat 0 Kalorien und lässt den Blutzuckerspiegel vollkommen in Ruhe. Die fertige Mischung stellen wir dann zur Seite und werden uns jetzt der Zubereitung des Desserts zuwenden. Und zwar haben wir hier jetzt schon die fertige Tiramisu-Creme, die fertige Soße aus wilden Brombeeren und Berberitzen. Wie man diese Soße herstellt, das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Wir geben zuerst den knusprigen Boden in das Glas. Darauf kommt dann die Tiramisu-Creme. Wie man die herstellt, das Video dazu verlinke ich euch hier ebenfalls. In diesem Fall ist sie etwas flüssiger geworden, weil ich mehr Eigelb verwendet hatte, was dem Geschmack aber natürlich keinen Abbruch tut, was aber die Gesundheit dieses leckeren Desserts erhöht. Denn das Gelbe vom Ei ist wörtlich, wie es im Sprichwort heißt, das Gelbe vom Ei. Denn 90% der gesunden Nährstoffe im Ei stecken darin. Auf die Tiramisu-Creme kommt dann diese leckere rote Soße, die aufgrund der wilden Brombeere nicht nur voller Anthocyane steckt, sondern aufgrund der Berberitzen auch noch eine breite Palette von gesundheitlichen Vorteilen bietet, von der Stärkung des Immunsystems hin bis zur Unterstützung von Herz und Kreislauf. Auf die Soße geben wir dann verschiedene Beeren, hier jetzt wilde Brombeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren und dann kommt wieder eine Lage von dieser leckeren Kruste, die wiederum von der Tiramisu-Creme bedeckt wird. Und zuletzt geben wir als Topping wieder die verschiedenen Beeren obendrauf. Die roten Johannisbeeren sehen besonders schön auf der weißen Creme aus und da sie jetzt gerade Saison hat, passt sie sehr gut zu diesem Rezept. Sie ist auch sehr gesund, denn sie unterstützt das Immunsystem und den Aufbau der Knochen, fördert die Zellerneuerung und hilft bei der Regulierung des Calcium- und Phosphorhaushalts. Neben viel Vitamin C enthält sie auch weitere Vitalstoffe wie Vitamin B3 oder Vitamin E. Auch die wilden Brombeeren kann man jetzt noch finden. Dank der Anthocyane, die eine antioxidative und entzündungshemmende Wirkung haben, sind Brombeeren großartige Verbündete für die kardiovaskuläre Gesundheit. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Verzehr von Brombeeren dazu beitragen kann, das Herz und den Rest des Herz-Kreislauf-Systems einschließlich seiner kleinsten Zellen zu schützen. Auch die Heidelbeeren sind natürlich sehr gesund, wie jeder weiß. Trotzdem wäre es da natürlich besser, die wilden Heidelbeeren zu verwenden. Diese findet man in gefrorenem Zustand in fast jedem Supermarkt. Die Berberitzen in der roten Soße enthalten das Berberin, welches für seine vielfältigen gesundheitlichen Vorteile bekannt ist. So haben Studien gezeigt, dass Berberin helfen kann, den Blutzuckerspiegel zu senken und die Insulinsensitivität zu verbessern, weshalb die Berberitzen auch sehr gut in die ketogene Ernährung passen. Auch hat sich gezeigt, dass Berberin eine starke antimikrobielle Wirkung gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen hat, einschließlich Bakterien, Viren und Pilzen. Und was die gesunden rohen Eier in der Tiramisu-Creme betrifft, die in Form des Eigelbs darin vorhanden sind, so beinhalten sie unglaublich viele gesunde Nährstoffe und vor allem fast alles, was der Mensch zum Leben braucht. Die Proteine darin, also die Bausteine des Körpers, sind ganz besonders gut verdaulich. Außerdem sind im Eigelb die Vitamine A, D, E und K enthalten, sowie die B-Vitamine, Lutein und Zeaxanthin, Lecithin, Calcium, Phosphor und Eisen, Natrium und Kalium und Cholesterin. So spielen die Carotinoide darin und das Vitamin A eine wichtige Rolle in der Augengesundheit und das Lecithin ist ein natürlicher Fettstoff, der für das menschliche Nervensystem relevant ist. Die erwähnten Mineralien darin stärken Zähne und Knochen, während Eisen einer Blutarmut vorbeugt. Und dass das Cholesterin trotz seines schlechten Rufes sogar sehr gesund ist, das hatte ich euch in meinem Video zur Cholesterinlüge ausführlich dargelegt. Das Video verlinke ich euch hier oben nochmal. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.